Mein Name ist Stefan Klotz, ich bin Leiter des Departments Biozinoseforschung am UFZ und einer der Antragsteller für dieses infrastrukturelle Großprojekt. Die interessante Frage, die wir mit dieser Infrastruktur klären wollen, ist, wie interagieren Klimawandel und verschiedene Landnutzungsregimes? Aus dem Grunde haben wir hier eine Installation geschaffen, wo wir Flächen unterschiedlich bewirtschaften und verschiedene Klimaparameter verändern können. Wir wollen schauen, welche Konsequenzen hat eine Erwärmung bzw. trockenere oder feuchtere Perioden für ganz verschiedene Parameter, Artenzusammensetzung, Biomasseproduktion, Tier-Pflanze-Wechselwirkungen, nehmen Schädlinge zu und so weiter. Wir haben im Prinzip große Dächer, die wir öffnen und schließen können. Dadurch können wir die Abkühlung in der Nacht reduzieren und am Tag können wir natürlich die Erwärmung steigern. Weiterhin können wir Niederschlagswasser abführen, aber auch zuführen, so dass wir mit den beiden Parametern spielen können und so die normale Witterung modellieren. Das heißt nicht, wir wollen Parameter stabil halten, sondern wir wollen bestehende Witterung modellieren und Extreme simulieren. Ja, ich bin Martin Schädler. Ich bin der wissenschaftliche Koordinator von dieser Global Change Experimental Facility, Mitarbeiter am Umweltforschungszentrum. Die GCEF ist ein neuartiges Klimaexperiment, das sich von den bisherigen Experimenten darin unterscheidet, dass wir hier nicht nur ein Szenario des Klimawandels manipulieren oder nachstellen, sondern gleichzeitig auch untersuchen, wie sich der Klimawandel hier auf verschiedenen Landnutzungstypen auswirkt, in verschiedenen Ökosystemen, die ganz typisch sind für Kulturlandschaft in Mitteleuropa. Die gesamte Anlage ist etwa 7 Hektar groß, also die Fläche, auf der wir uns jetzt hier befinden und auf der das Experiment aufgebaut ist. Kernstück dieser Anlage sind eigentlich diese Blöcke, die wir hier sehen. Wir haben also immer Blöcke von Versuchsparzellen. Das sind jeweils 5 Versuchsparzellen. Auf diesen 5 Versuchsparzellen werden dann ab Herbst die verschiedenen Landnutzungsvarianten etabliert. Landwirtschaft, also Ackerbau, konventionell, ökologischer Ackerbau, Graslandnutzung, intensiv, extensiv oder durch Beweidung. Und diese Blöcke sind insgesamt 10-mal auf der gesamten Fläche etabliert und auf der Hälfte dieser Blöcke simulieren wir den Klimawandel und auf der anderen Hälfte dieser Blöcke haben wir quasi das normal aktuell herrschende Umweltklima. Es gibt Basismessungen, die fortlaufend und ständig stattfinden. Also die beziehen sich vor allem auf Klimavariablen, Mikroklima, Bodenfeuchte, Bodentemperatur, aber auch Strahlung und natürlich Niederschlag. Und dann wird in verschiedenen Teilprojekten werden verschiedene Facetten der Umweltforschung von der Genetik angefangen über die Mikrobiologie, über die Biodiversitätsforschung bis hin zur Landschaftsökologie und Fernerkundung dann auf diesen Flächen von den einzelnen Arbeitsgruppen am UFZ und den kooperierenden Universitäten und Instituten durchgeführt. Die Zeitskala, die wir ins Auge fassen, soll wenigstens 15 Jahre betragen. Es gibt verschiedene Forschungsschwerpunkte, wie zum Beispiel Veränderungen im Boden oder auch mikroevolutive Veränderungen von Arten, die einfach sehr lange Zeit brauchen. Wenn man sie vernünftig erforschen will, muss man einfach eine gewisse Zeit ins Land gehen lassen. Und ja, als nächstes wird natürlich im Herbst werden die einzelnen Landnutzungsvarianten etabliert. Wir haben im Moment nur Hafer draufstehen überall, damit wir homogene Bedingungen schaffen. Ja, und dann fängt die Forscherei im Grunde an.